Du hast sowas entdeckt und du hast gesagt, du kontrollierst Energie. Glaubensenergie. Genau, und ich meine, und es scheint diese... Es ist nur so viel. So viel zu begreifen. Und wir haben so viele Fragen. Wie hast du sie entdeckt? Und wo? Erzähl uns alles. Genau. Von Anfang an. Ja, bitte, auch wenn es lang dauert. Es war während des Krieges. Meine Leute waren damals nicht religiös. Wir waren Wissenschaftler und Bergleute. Wir durchkämmten den Rand unseres Kosmos nach Ressourcen. Aber wir fanden nur Tod. Unsägliche Krankheit. Mein Sohn. Mein einziger Sohn. Tod. Einfach so. Und dann rief es mich. Ein Licht. Trotz meiner starrköpfigen rationalen Überzeugung befahl ich meinen Leuten, es zu verfolgen. Und ich fand ihn. Also, du sagtest gerade... Warte. Wart ihr nicht einer mehr? Was? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Etwas derartiges würden wir doch wohl bemerken. Das stimmt. Bitte, setz deinen faszinierenden Bericht fort. Du sagtest gerade etwas über ihn. Es klang super wichtig. Ja, ja, über deinen Vater. Onkel. Sohn? Mein Sohn erlag einer Krankheit. Mit ihm meine ich jemand ganz anderen. Das erste göttliche Gefäß dieser Kirche, noch bevor sie eine Kirche war. Ein absurder Wunderheiler, getaucht in goldenes Licht und von einer unfassbaren Macht. Er sah meinen Verlust, unser aller Verlust, kannte den Grund, machte ihn aber nicht ungeschehen, weil er selbst, nie gefühlt hat, was wir fühlen. Darum gründete ich die Kirche. Zur Heilung. Als Hoffnung für all jene, die alles verloren haben. Moment, ihr wart doch einer mehr. Der Kleine ist nicht da. Vielleicht ist er tot, wie dein Sohn. Ich bin gut. Was? Ich bin gut. Richtig? Ja, du hast recht, Groot. Er geht völlig auf in seiner spirituellen Mission. Aber ich denke, ich habe das hier durchschaut. Das waren ein paar tolle Hologramme. Darauf wäre sogar das World Mind. Nein, der Staffel wird so mancher seinen rechten Arm geben. Denn nicht beide. Habe ich recht? Und das hier? Ist auch ein ziemlich guter Trick, aber Antigrav hat doch jeder heutzutage und bestimmt hast du einen eigenen Schildgenerator unter deiner Terror-Toga, richtig? Ein bisschen Make-up, ein kleines Farbenspiel, übrigens großes Kompliment für die Goldlaser-Show. Und schon steht der kleine Schwindel. Ich bin echt beeindruckt. Aha. Schön. Hey, schon klar, Mann. Erst die Marke etablieren und dann kommt das große Wunder. Oh Mann, ich war mal auf Regel 3. Da. Ihr haltet euch alle für sehr schlau. Ihr wollt mich hinhalten, weil ihr Angst habt. Aber ihr müsst keine Angst haben. Wieso? Stell dich dahin, wo ich dich sehen kann. Ja, ja. Es ist Zeit, die Materialien